So, ich werde jetzt die Augen noch kolorieren. Und dafür verwende ich jetzt meine Polychromos. Und ich werde jetzt mal braune Augen machen. Dazu verwende ich wahrscheinlich die Farben hier. Kann aber sein, dass ich noch eine andere verwende. Ich weiß es noch nicht. Das werde ich dann so entscheiden. Also die eine ist indisch-rot. Dann pompejanisch-rot. Und dann noch Ocker gebrannt. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Also es kommt immer darauf an, mit welcher Farbe ich zuerst beginne, aber heute fange ich mal mit der hellsten an. Das ist Ocker gebrannt. Und ich mache einen leichten, mit leichtem Druck mache ich hier eine farbige Fläche. So, und jetzt nehme ich meine nächst dunklere Farbe. Das ist Pompejanischrot. Und ich fange erstmal hier oben an, weil hier soll ja die dunkelste Stelle sein. Und dann noch an der Pupille. Ich gebe die komplette Fläche, damit das alles ein bisschen stimmig wird und nicht so abgehackt aussieht. Allerdings sollte man jetzt schon mal so ein kleines hell nach dunkel, also von hell nach dunkel sehen. Ich mir die dunklere Farbe, also die dunkelste, und gehe noch mal vor allem in die Schatten rein. Fülle die Pupille komplett aus. Gehe auch an die Seiten hier. So, und jetzt gehe ich mit der mittleren Farbe nochmal hierher zum Übergang. Und dann nehme ich mir nochmal die hellste. Und ich nehme mir nochmal eine hellere Farbe dafür. Und dann setze ich ein klein wenig Highlight mit Orange. Das Orange ist halt chromgelb, dunkel. Und das Englische heißt Orange Yellow, also ist so ein Mittelton. Und dann gehe ich noch ein ganz kleines bisschen mit Weiß hier rein, aber nur ganz wenig. So, und weil ich es einfach schön finde, nehme ich noch eine dunkle Farbe. Und das ist diesmal das Van Dyck Braun. Und damit gehe ich nochmal über die komplette Fläche. Einfach damit es eine stimmige Farbe hat.
Ich habe jetzt ein bisschen drüber rausgemalt. Aber das ist nicht schlimm. Die Polygummis lassen sich gut abradieren. So. Jetzt gehe ich nochmal mit der helleren Farbe drüber. Okay. Und fertig ist das kleine Auge. Jetzt gehe ich zum größeren Auge. Und ich fange wieder mit der hellsten Farbe an. Ocker gebrannt. Und ich versuche wieder das ganz leicht aufzudrücken. Und nicht zu strichig. Und in so einer kreisenden Bewegung. So, dann nehme ich mir diesmal die dunkelste Farbe, Indischrot, und ich gehe gleich schon mal in die Pupille rein. Meine Stimme kackt gerade ab, sorry. Hierbei versuche ich, dass das obere von der Pupille einen kleinen Tick dunkler ist als das untere. Und ich fange schon mal hier oben an, den Schatten ein bisschen stärker zu vertiefen. Also von der Farbe zu der Farbe ist es jetzt richtig ein kompletter Unterschied, aber keine Sorge, das wird noch alles verblendet. Wenn man sie drüber rausmalt, ist es kein Problem. Man kann immer noch mal mit dem Radierer ran. Was bei Markern nicht so unbedingt geht. Jetzt nehmen wir die mittlere Farbe und gehen nochmal überall drüber. Hier unten ein bisschen sanfter und weniger auch drüben. Und je höher ich dann herkomme, umso fester drücke ich dann auf. Also nicht zu da, sondern ja, mit mittlerem Druck. Ich gehe jetzt auch noch hier ran, in die Pupille. Und ich nehme nochmal die dunkle Farbe und dunkel das hier oben noch ein bisschen ab. Das kann man machen, wie es einem beliebt. Also ich mag es so lieber. Ihr könnt es natürlich jederzeit anders machen. Ich zeige euch jetzt bloß mal einfach, wie ich das machen würde. Jetzt nehme ich mir wieder die Orange und gehe hier unten noch ein bisschen rein damit. Und jetzt nehme ich nochmal die hellste Braun und verblende nochmal ein wenig. Jetzt gehe ich nochmal mit der dunkelsten Farbe rein und kann jetzt immer fester aufdrücken.
Video wird schon wieder so lange. Schlimm.